in Looking for Freedom. Das BB-Radio-Spezial zu 30 Jahren Mauerfall. Wir haben vorhin über Autos gesprochen. Herr Woidke, Sie haben erzählt, Sie hatten damals einen Trabant in der Wendezeit. Wie lange haben Sie das Auto dann noch nach der Wende gefahren? Also bis 91, 92 hatte ich den noch. Wobei ich dann schon ein anderes Auto hatte. Ich bin ja dann relativ schnell, also 90 nach Niederbayern gegangen, arbeitsmäßig, und hatte dann ein Ford Fiesta als Dienstauto. Und das Problem war dann immer, wenn du vom Ford Fiesta umsteigen müsst, war es ja fast identisch, aber der hatte einen Bremskraftversteiger, was der Trabant nicht hatte. Und du musstest dich dann wieder dran gewöhnen, vor der Kreuzung doch möglichst schon 100 Meter vorher dran zu denken, dass du irgendwie anhalten musst und das mit purer Körperkraft machen musst. Übrigens habe ich dasselbe gedacht, als ich mit Tom Hanks mit einem blauen Trabant durch Eisenhüttenstadt gefahren bin, den ihm die Märkische Oderzeit geschenkt hatte. Und er ist gefahren. Und ich, also mit Sicherheit hatte er das erste Mal eine Pistolenschaltung in der Hand. Das ist ja auch noch diese berühmte Trabantschaltung. Und das erste Mal ein Auto ohne Bremskraftversteiger. Und da habe ich gesagt, oh Gott, aber es ging alles wunderbar. Aber Trabant war schon schön. Ich habe auch reingepasst. Ich bin damit bis nach Budapest gefahren. Nur, dass die Menschen an der Kreuzung manchmal dachten, das autonome Fahren hat die DDR erfunden. Weil ich habe aus dem hinteren Fenster rausgeguckt, weil ich den Sitz so weit hinter hatte. Und da hatte der Sitz nur hinten im Fond und vorne fährt gar keiner. Aber trotzdem, ich habe gesagt, das Auto hat mich eigentlich im Großen und Ganzen nie im Stich gelassen. Du hattest immer eine Keilriemen hinten drin und eine Lichtmaschine und diese Sachen, wenn du weiterfahren wolltest. Aber im Großen und Ganzen hat das immer gut funktioniert und ich habe den Trabi geliebt. Wir haben früher immer gesagt, wer Trabant fahren kann, kann alle anderen Autos dieser Welt fahren. Ja, vor allen Dingen war das Schöne, du konntest dran rumschrauben am Wochenende, was einigen Männern ja offensichtlich heute auch fehlt. Also ja, das ist so, du konntest das Ding auseinanderbauen, du konntest wieder zusammenbauen. Manchmal blieben auch keine Teile übrig. Den Trabi habe ich geliebt. Axel hat ja schon erzählt, Trabant und Lader. Was war dein erster Westwagen? Das war ein Zweier Golf. Und ich hatte damals die Auswahl gehabt von meinem damaligen Manager, okay, ein Golf kriegst du gleich oder auf dem BMW musst du nur 2 Monate warten. Ich sag, Golf, geil. Hauptsache ein Auto, also ein geiles Auto. Also den Trabi, der war ja sozusagen, irgendwann habe ich den an der Straße stehen lassen, dann, als der Golf kam. Und das war ein Riesenunterschied. Da war mir egal, ob ein BMW oder ein VW oder was auch immer. Und das war dann sozusagen mein Auto für 2 Jahre bestimmt. Detlef, mit 64.000 Mark damals verschuldet, war da auch ein Auto? 65.000. Da schon genau bleiben. Genau, 65.000 Mark Schulden, war da auch ein Kredit für ein Auto mit dabei? Ich hatte ja erstmal noch zur Wende einen verrosteten weißen, also vorne die Kotflügel verrostet, einen weißen Wartburg, ja, mit Lenkradschaltung. Und habe dann nach der Wende von diesem Wechselgeld, was sie damals machen konnten, für 990 D-Mark in orangen E21 BMW gekauft. Im Wedding, an so einem Eckautoplatz. Und die sagten so, ja, wir liefern Ihnen den die nächsten Tage nach Hause. Ich hatte keine Probefahrt gemacht. Ich dachte, sowas macht man nicht. Und wunderte mich nur, dass der halt tagelang nicht kam. Und dann rief ich der Ansage, was ist denn jetzt? Ja, wir bringen morgen. Ja. So, dann haben die bei mir vor der Tür abgestellt, sind relativ schnell wieder weg gewesen. Ich war total stolz. Erstes Westauto, ja, ein BMW auch noch. Und bin dann damit losgefahren. Und ich glaube, der sollte 4 Zylinder haben, aber war dann doch wieder ein Trabi, weil er ist nur auf 2 gelaufen. Das habe ich aber erst eine ganze Weile später irgendwie kapiert, weil der immer so gehockelt hat und ein Freund von mir sich dann damit auskannte. So, den habe ich dann also irgendwann, dann ist auch noch dieser Wasserkühler irgendwann explodiert, dann habe ich den an der Allee der Kosmonauten irgendwann stehen lassen, so wie du den Trabi wahrscheinlich, und habe mir dann in silbernen Manta geholt. Also das waren so meine Anfänge mit Autos. Jana, wir haben schon die Geschichten von den anderen gehört. Wie war das bei dir damals mit dem ersten Westauto? Oder bist du lange noch mit dem Ostauto gefahren? Also im Osten hatten wir ja schon ein Auto, was relativ schnittig war. Wir hatten eins, das Tava. Das war ein Nachbau von einem Fiat, ungarischer Art. Und mit dem bin ich dann gefahren. 90 habe ich meinen Führerschein gemacht. Und dann, kurze Zeit später, habe ich mir einen Fiat Panda gekauft, weil ich den so toll fand. Und zwar ein Schwarz musste er sein. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir an der Tankstelle einen Aufkleber, eine Stones-Zunge gekauft, und das war eigentlich das Wichtigste. So, jetzt war das Auto komplett und ich bin damit rumgefahren, aber ungern, weil
wegen dieser Bremse irgendwie. Wahrscheinlich war das auch noch nicht so mit Bremskraftverstärker oder so. Jedenfalls, ich habe heute noch Albträume davon, dass ich das Pedal durchdrücke und ich komme nicht zum Stehen. Also das ist so mein Albtraum. War unschön und hätte ich auch gern darauf verzichtet, bestes Auto. Wie lange hast du den gefahren? Nicht so lange. Wir hatten ja dann Gott sei Dank relativ schnell Erfolg und konnten uns dann größere Autos leisten. Also wir alle. Ich hatte auch nur eins, aber dann schon größer. Ja. Sag ich mal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Krause, du kamst aus dem Knast, wahrscheinlich relativ mittellos, vermute ich mal. Ja, gab es bei dir überhaupt ein Auto? Ich hatte keine Kohle, ich hatte auch gar keinen Führerschein. Also ich hätte auch gar nicht fahren können. Ich hatte aber viele Jungs um mich rum, die noch diese Trabis hatten. Und Moschal, mit dem ich ja dann mein Desaster in dieser Nacht erlebt habe, der hatte einen Freund und der hatte einen Trabi. Und dem war das unangenehm, mit diesem Trabi zu fahren. Und wir überredeten ihn aber immer trotzdem, mit diesem Trabi zum Kudamm zu fahren. So, und es passierte dann das, was passieren musste. Er wollte in diesem Trabi nicht gesehen werden, weil er war ganz schnell auf diesem Weg. Ich will der coole Westler sein. Keiner soll merken, dass ich irgendwie hier so ein Ostjunge bin. Dann ist das Ding mitten an der Siegersäule im Kreisverkehr stehen geblieben. So, das kam nicht weiter. Es stand so und wir beide saßen da drin. Ich sag, scheiße. So, und dann kamen noch so Touristen und haben Fotos von uns gemacht, wie wir mitten auf dem Ding, also ein einziges Desaster. Ich habe dann in der Tat ein Auto bekommen, mir genommen, auch ohne Führerschein. Das war ein Jahr später erst. Das war ein Opel Kadett von meiner damaligen Freundin. Mit dem bin ich immer einfach losgefahren, ohne Führerschein. So, bis dann alle mal gesagt haben, warum machst du den nicht? Und den habe ich dann irgendwann, ich glaube, ich bin ein Jahr lang mit dem Opel Kadett durch West-Berlin gefahren und Ost-Berlin gefahren und habe gar keinen Führerschein gehabt. Gott sei Dank ist das verjährt, sonst würde ich wieder noch verhaftet werden dafür. Und dieser Opel Kadett war aber geil. Das war schon so ein richtiges Ding mit Ellbogen raus und spiel mal Scheibe. Mittlerweile waren die Haare dann auch nicht mehr so wuschelig und verrückt. Der war gut, der Opel Kadett. Ich glaube, das war so ein richtig solides Auto. Sehr angefühlt wie ein kleiner Panzer. Das Ding war so richtig aus Eisen noch. Da gab es noch richtig mit so. Mit Fuchsschwanz am Spiegel. Das ganze Programm, der war blau, das weiß ich noch so. Und es haben immer mindestens 4, 5 Leute da drin. Also wenn wir abends aber raus sind, da waren auch mal mehr drin, als da reingepasst haben. Das war so dieses Partymobil dann. Also den Opel Kadett kann ich mich noch erinnern. Ich habe mit dem Trabi begonnen und habe mir dann einen Lader gekauft, 1987, Baujahr 76. Der hatte mehr Löcher als ein Kaffeesieb. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, in der Leipziger Straße eine Filiale, in der man Teile für Autos kaufen konnte, unter anderem auch für Lader. Und ich bin wirklich über Wochen hinweg jeden Tag in die Leipziger Straße gefahren. Dann gab es mal einen Kotflügel rechts, eine Tür hinten links, einen Außenspiegel, ein Lader-Emblem, ein Schweller, eine Motorhaube, eine Scheibe. Also ich habe wirklich 2 Jahre gebraucht, bevor ich alle Teile komplett hatte, um dieses Auto klempnern zu lassen. 89 war er fertig, im Sommer ungefähr, wurde dunkelblau lackiert, also ein dunkelblauer Lader. Ich weiß nicht, ob er die Bedeutung damals kannte. Dunkelblauer Lader war, Stasi, wenn man die Stasi-Autos, ja, damit ist man nicht so oft angehalten worden. Also wenn man schnell unterwegs war, hatte man einen dunkelblauen Lader, wurden die also weniger angehalten als andere Autos. Zumindest war das damals mein Eindruck. Und ich war sehr, sehr stolz auf dieses Auto. Und dann kam die Wende und ich wollte ihn nicht mehr haben.